nach einer unnötigen Schlacht im letzten, nach einer unnötigen Nervenschlacht im letzten Part, geht es nun für uns in die Siegestraße nach über 80 Parts. Also ich meine, das ist jetzt der 84. Part, kann das sein, oder 83., ich weiß es nicht so ganz genau, aber irgendwas mit 80 auf jeden Fall. So. Natürlich ein bisschen dunkel, aber die Fackeln sollen uns ja weiterleiten. Und da haben wir Trainerin Nummer 1. Also ich streiche jetzt immer die Nummer so billig durch. Das setze durch mit 23. Also ich möchte natürlich schon gerne gegen alle Trainer kämpfen in dieser tollen Höhle hier. Ich glaube, ich habe meinen DS noch ein bisschen leiser eingestellt als letztes Mal. Also seit dem letzten Part und so. Das hat keine Wirkung, können wir eigentlich gleich ver... Beziehungsweise Driftzerwilli, das ist ja Undicht, Ding. Undichtflug. Oder Geistflug, was weiß ich. Auf jeden Fall Laubklinge. Oh, Mann. Wir setzen das falsche Pokémon ein, das ist mir klar. Stoned ist da eher gefragt. Besonders gibt euch Level 55, das ist... hart. Ja, hat knapp gereicht, aber das ist ja die Hauptsache. So, klar erreicht Level 54, kann ich jetzt eigentlich aus dem Team rauswerfen eigentlich und dann dafür halt dann wieder ein Ding reinholen. Also ihr wisst schon wer. Irgendwer halt. Ach, warum denn Erdkräfte? Nein, oh nein. Oder wieder unser Unlicht. Pokémon, ich glaube, muss gleich wieder rausgehen. Als Quabbel verkleidet, spitzenmäßig. Das passt ja gar nicht. Gut, Geist hätte es vielleicht auch gebracht, aber... so müssen wir das halt so machen. Ich habe halt Angst, jetzt gleich in eine Drehpause zu geraten, da heute Samstag ist und am Samstag gibt es halt immer so ein Event, das ich eigentlich immer gerne ungerne bestreite. Ja, das ist eigentlich nur gescheit, wenn wir Clara rauswerfen, weil so hat jedes Pokémon eine faire Chancengewichtung und so weiter und so fort. Ich muss das Ganze sowieso ein bisschen umstrukturieren. Es geht jetzt halt nicht anders. So, und ich mach das jetzt mal so. Leon bekommt jetzt praktisch den EP-Teiler. Das ist so aus, als ob er relativ, dass er relativ wenig machen kann und jetzt bekommt das Ding das Glücksseil Stone nämlich. So, es müsste fürs Erste reichen. Also ich glaube so um die 10 Kämpfe. Das kann. Das 10 Kämpfe brauchen wir mindestens, um dass alle Pokémon Level 54 erreichen. So. Also Level 55 bis dahin würde ich schon gerne erreichen. Ich weiß, ich klinge etwas traurig, aber das liegt nur daran, dass ich so saumäßig schlecht gelaunt bin. Das kann man eigentlich gar nicht verstehen. Findet es manche denken. Auch das mit den Items ist etwas schwierig. Also ich werde die Items holen, die ich sehe. Sonst hole ich nichts.
Ah, nee. Und also ihr seht schon, es ist wirklich viel unterschiedlicher als noch damals in Pokémon Schwarz und Weiß 1. Hier ist es nämlich so, dass diese Siegestraße halt sich in verschiedenen halt verschiedene Biome aufbietet. Also manchmal im Wald, manchmal in so einer antiken Ruine wie jetzt zum Beispiel. Und insgesamt macht das Ganze doch einen schicken Eindruck so. Da haben wir die Nummer 2. Muss man das alles vormerken, weil normalerweise gehe ich da eigentlich relativ unvorbereitet immer rein. Jetzt sieht schon besser aus. Okay, das ist nicht so gut. Ja, es geht eigentlich, es geht eigentlich. Man darf sich jetzt nicht beschweren. So, und jetzt noch eine ganz kleine Attacke, indem ich finde, das müsste eigentlich reichen, das müsste den Rest geben. Denke ich mal zumindest. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn es bei euch schon der Fall ist. Wie genießt ihr eure Sommerferien? Also, in manchen Bundesländern mögen sie ja schon beginnen. Ja, war auch ein Volltreffer. Okay, das sieht nach dem ersten Kampf aus, den wir relativ gut bestehen. Ich glaube, da reicht eigentlich Kreuzschere. Oh nein, wie kann man es nur so verkacken? Ich hätte mit Finte alles entscheiden können, aber dann habe ich vollkommen wieder vergessen, dass man das nicht verwechseln darf. Das ist Verwechslungsgefahr pur, einfach nur. Schlimm. Schlimm, schlimm, das Ganze. Immer diese Sache mit der Kompatibilität von Geist und Unlicht, das sind eigentlich beinahe dieselben Typen. Und das ist halt ja eine Errungenschaft der zweiten Generation, die mich jetzt richtig zum Schwanken bringt. So, jetzt sind wir praktisch im Waldgebiet. Also viele sagen ja, es ist deswegen halt die beste Siegestraße. Ich finde es jetzt eher ein bisschen verwirrend und man hat dieses Prinzip von so einer Art von Siegestraße ja auch übernommen in Pokémon X und Y. Ein Jahr später. Ja, ich habe gerade nur noch mal die Information durchgesagt bekommen, dass es gleich soweit ist und ich leider schwind eine Aufnahmepause machen muss. Natürlich wieder im besten Ton, wie sich das ja für Samstagmorgen gehört. Oh, toll, spitzenmäßig. Gut, bei Drizella haben wir auch einiges, was uns helfen kann. Das muss doch reichen, ja, es reicht. Es reicht. Da sind wir alle froh. Also ich darf nur 7 Minuten aufnehmen, das ist erlaubt. Und dann muss ich die Ka aber dann habe ich am wenigsten Zeit, die Kamera aufzuladen. Das ist so ziemlich das einzige Positive eigentlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich krank bin oder so, nur mich kränken halt auch manchmal Sachen. So, meine Spezialverteidigung ist gesunken, das ist auch sehr toll. So mit Step, ja gut, das ist der erste gute Kampf, den wir halbwegs unbeschadet bestanden haben in dieser
auf dieser Siegesstraße, die ja leider ja keine Straße mehr ist. Es war eigentlich nie eine Straße, es ist eher eine Siegeshöhle. Ich meine, in Ludwigsburg gibt es ja auch eine Siegesstraße. Das ist eine wirkliche Straße. Also wenn ihr eine wirkliche Siegesstraße sehen wollt, dann könnt ihr in jede x-beliebige Stadt fahren, da gibt es sicherlich mindestens immer eine. War es jetzt nicht Trainerin Nummer? Ja, es sind noch 21 übrig. Und jetzt sind es nur 20. Ja, vielleicht kann ich mir daraus einen Schnitt ausrechnen, wenn wir pro Part 6 besiegen, dann sind wir in 4 Parts eigentlich so gut wie durch. Ich habe das gerade mit Recht so verspottet gesagt oder eingeschüchtert gesagt. Und es reicht für Level 54. Fassasnob. Was könnte da gut sein? Ja, Quabbel. Nein. Bevor ich damit komme, kann das Grab schon mal gewählt werden. Daunenreigen bringt dich zum Schweigen. Kann das irgendjemand? Warum muss das sein? Also das sind Dinge, die mich wirklich zum Heulen bringen bei dem Spiel. Ich meine, muss das denn wirklich sein? Muss man uns wirklich so hassen? Ich meine, das ist schlimmer, als wenn man offensiv angreift. Das mögen jetzt manche nicht verstehen, aber es zieht den Kampf sowas von in die Länge. Da muss man einfach mal sagen, irgendein super tolles, hammergeiles Pokémon in den Kampf schicken. Ja, und dann noch vielleicht noch Brand, das ist auch relativ gut. Oh, was soll denn die Scheiße? Das bringt niemandem was. So, dann ziehen wir das mal ein bisschen zurück. Item nehmen. Nicht tauschen. Item nehmen. Und runter mit euch. Runter mit dir. Falsch. So machen wir das Ganze. Dann bekommst du jetzt den. Das Item, das du brauchst, und du bekommst das Item, das du auch brauchst. Meine Güte, habe ich das jetzt beschissen vertauscht, also müssen wir es halt so machen. Vielleicht bringt es uns ja Glück. Vielleicht. So, das habe ich irgendwie ein bisschen gespürt, dass hier was war. Also wundert euch nicht. Und wehe, stellt sich heraus, wir brauchen Kaskade ja gar nicht. Und da ist der Doktor, den müssen wir noch besiegen, weil der kann uns heilen. Dann müssen wir nicht jedes Mal rausgehen. Okay, wir müssen doch rausgehen, weil wir ja Ding brauchen. Man kann, glaube ich, auch in diesen Gebieten außerhalb ja, auch fliegen. Also nicht innerhalb und auch nicht in den Wäldern. Und Mensch, bin ich froh, dass ich das jetzt so entschieden habe. Gut, sind nur wenig Erfahrungspunkte, aber gut.
Na, es gibt natürlich extrem viel. Ränkenschmied. Naja, bringt nichts. Okay, gegen X-Bad wird es etwas brutaler. So gehen, ich hätte eigentlich tauschen müssen. Okay, ein Volltreffer, aber ein harter. Ich muss sowieso auswechseln. Ja. Jojo. Dann kommt als nächstes. Ja, Skyzeug, der kann ja auch. Komischerweise Steinhagel. Und dann kann ich den Part beenden, Leute. Noch nie war ich so froh, einen Part zu beenden, weil ich wirklich hier unter Zeitdruck stehe. Das heißt, wir haben jetzt genau 1, 2, 3, 4, 5 Trainer besiegt. Ja. Aber wir mussten uns ja an diesem Part noch reinleben. Ich verspreche euch, Leute, ab dem nächsten Part wird es hier deutlich besser. Also auf die eine oder andere Überraschung könnt ihr euch schon einstellen. Ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.